Herzlich willkommen Alles in zurück Ordnung, zu Nummer 1. Runaway 2. Und natürlich, da Alles spitzt in mir gerade Ordnung. rein. Ich gehe mal kurz zurück. Ja, wir haben eine ganze Menge erfahren im Gespräch zwischen Tarantula und Kurzmeier, das wir hier belauschen konnten. Das ist ja immer so ein Geheimgang hier, der durch den Tiki führt. Und offenbar den Blick, den man da hinten hat, das ist der eigentliche Tiki-Tempel. Also wir befinden uns eigentlich noch gar nicht richtig im Tiki-Tempel. War mir vorher auch gar nicht so bewusst. Auf jeden Fall ist Tarantula äußerst gefährlich, das haben wir schon gesehen. Sie hat einen ihrer eigenen Männer, also alle, die da draußen in schwarzer Uniform rumlaufen, gehören zu ihr, außer Gefecht gesetzt und verfüttert den jetzt an ihre Taranteln, von denen wir ja schon eine gesehen haben. Die sitzt ja da hinten unter dem Hut. Vielleicht können wir uns dann das noch ein bisschen zunutze machen. Und wir haben erfahren, dass Gina sich also definitiv nicht hier im Camp aufhält. Sie wurde zwar abgeschossen, allerdings scheint sie im See versunken zu sein und da gibt es ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder sie ist tatsächlich dort ertrunken oder sie hat einen Weg gefunden, da rauszukommen an anderer Stelle. Ja, wir wissen ja aus dem ersten Teil, da gab es ja auch schon mal so eine Situation, dass Gina aber eine Überlebenskünstlerin ist. Von daher stehen die Chancen ja nicht schlecht, dass sie irgendwie heil aus der Sache rausgekommen ist. Jetzt geht es also darum, Brian hier wieder heil rauszubekommen, denn er wird schon gesucht. Also man sucht nach einem Eindringling. Und dass das Brian ist, ist relativ eindeutig. Außerdem wird dort unten ein John Doe gefangen gehalten. Wir wissen nicht genau, was ja, der eigentlich hier mit den Leuten zu tun hat und was sie von ihm wollen. Offenbar hat er was über die Amoeba verraten. Zumindest hat sich so angehört. Und was vielleicht noch wichtig ist, Kurzmeier möchte das NG0. Aber das war, glaube ich, schon recht ersichtlich im Gespräch mit ihm, dass er sehr begeistert war von dieser Waffe, die alles in Sekundenschnelle pulverisiert. So, wir schauen uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Bist du fertig, Nummer 1? Ja, Tarantula, ich bringe die Stücke aufs Dach. Bei der Hitze werden sie in ein paar Tagen soweit sein. Denk daran, dass sie richtig ekelerregend riechen müssen, damit die Mädchen sie fressen. Sie sind so verwöhnt. Und vergesst nicht, sobald ihr den Eindringling gefunden habt, müsst ihr alle Adelina suchen. Wird erledigt, Tarantula. Habt ihr gehört, meine Schönen? Bald werdet ihr den Geruch wittern, der euch verrückt macht. Und später werdet ihr ausgiebig genießen. Ihr müsst nur ein Weilchen warten. Ja. Genau das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich bereite ein köstliches Essen für euch. Ihr werdet euch die Beinchen lecken. Also, ja, alle ein bisschen verrückt hier. Das Gift der Tarantel soll nicht tödlich sein, aber ich werde nicht versuchen, es zu beweisen. Davon abgesehen, könnten die hier genetisch manipuliert und auf Tödlichkeit gezüchtet sein. Es läuft gut. Ja, das wäre durchaus denkbar. So, ich glaube, wir haben jetzt hier das meiste haben wir uns tatsächlich schon angeschaut. Wie läuft das Abendessen der Mädchen? Eins. Es läuft gut. Die 13 Elefanten, die tanzten auf dem Spinnennetz. Halt die Klappe. Wir arbeiten. Ziemlich merkwürdig. Und das nicht nur wegen des Kopfes. Alexandrina. Hallo, meine Schöne. Der trägt schwarz. Genau wie die, die mich nicht in den Tempel reingelassen haben. Genau, das sind alles mal, ihre Leute. Der Rächer des Tiki. Lächerlich. Du bist kein Retter des Vaterlandes, sondern Söldner einer Mörderin. Alles in Ordnung, Nummer 1. Alles in Ordnung. So, hier drinnen befindet sich der John Doe. Ruhe! Oder ihr werdet 17 begleiten. Ja, und die macht ihre Drohungen wahr, so viel ist schon mal klar. So, können wir noch in die Kiste gucken? Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich sind Klamotten drin. Uniformen, denke ich. Nicht sehr diskret, wenn ich das sagen darf. Es mag Zufall sein, aber die Innenseiten der Handschuhe erinnern an die des Katalysator-Handschuhs, den ich mitgehen ließ. Und wenn... Gott, halt endlich das Maul! Vielleicht können wir den ja uns irgendwie mitnehmen, weil damit können wir die Amoeba wieder benutzen. Wie läuft das Abendessen der Mädchen? Eins. Es mag Zufall sein, aber die Innenseiten der Handschuhe erinnern an die des Katalysator-Handschuhs, den ich mitgehen ließ. Alles in Ordnung. Also einfach kommen wir da ja nicht ran. 17 wird euch schmecken, ihr werdet sehen. Solange Tarantula dort ist, würde ich nicht lange genug leben, um sie mir anziehen zu können. Okay, vielleicht müssen wir ja dann doch erstmal die Spinne fangen. Adelina. Und die
bei den jetzt nur noch zweifachen aussetzen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob Brian sie jetzt mitnimmt. Ich hoffe, sie ist jetzt auch noch da. Mann, was für ein fieser Kratzer da unten. Nimm die Tarantel aus dem Hut. Na, das hatten wir ja schon. Vielleicht können wir sie ja jetzt einfangen. Die Tüte ist so unglaublich fest, dass es mich wundern würde, wenn die Tarantel sie kaputt reißen würde. Wenn ich es richtig anstelle, brauche ich sie nicht mal mit den Händen zu berühren. Wünschen wir uns, dass sie weiter schläft. Hier haben wir sie. Die Löcher, die ich hineingebohrt habe, müssten ausreichend Luft für Adelina durchlassen. Sehr gut, er hat also auch daran gedacht. Oh, hier haben wir noch einen Arm. Der hier hatte Glück. Sein linker Kollege ist richtig plattgewalzt. Oh Mann. Lieber nicht. Auch wenn es nicht das erste Mal wäre, dass ich einen Knochen stehle. Nein, ich musste damals gegen keinen Hund kämpfen. Es war vor dem Ausgang einer stillgelegten Hopi-Mine in der Nähe des Wohnortes meiner Freundin Sushi. Ja. Das könnt ihr euch in Runaway 1 anschauen. Ich probiere jetzt mal, ob wir die Tarantel freisetzen können in dem Gang, wo die anderen sich befinden. Nämlich nach unten. Aber klar. Von hier aus habe ich genug Platz, um einen doppelten Salto mit Zwischendrehung und dreifacher Rückwärtsschraube auszuführen. Das wäre ein feiner Salto Mortale. Okay, dann bedienen wir mal das hier. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, hier gilt auch der alte Spruch. Alles, was raufkommt, kommt auch wieder runter. Ich hoffe, dass wir dann auch wieder hochkommen danach. Finde ich im Übrigen auch sehr gut gemacht hier, dass man da so mit Bild in Bild sozusagen arbeitet. Also was man hier, ja, von der Gestaltung her gemacht hat, ist schon ziemlich stark. Da sind auch die Runaway Adventure sowieso ziemlich gut. Ich meine, man sieht ja eigentlich jede Aktion, die ausgeübt wird, die sieht man ja richtig. Also das wurde alles programmiert, hat man ja auch nicht in jedem Adventure. Sonst immer mit, ja, Zwischenblende oder sonst irgendwas. Also hat man sich auf jeden Fall sehr viel Mühe hier gegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Die 13 wird an mir hängen bleiben. Dabei bin ich gar nicht abergläubisch. Umso besser. Obwohl, eins ist witzig. Weißt du, dass du der 13. bist, der die Nummer 13 hat? Und was ist aus den vorigen 12 geworden? Rate mal. Du hast gesehen, was mit 17 passiert ist. Gott, ich muss Tarantula unbedingt um eine andere Nummer bitten. Typisch. Genau das haben die vorigen 12 auch gemacht. Schon gut, ich habe nichts gesagt. 13, 13, 13. Hör mal, waren die Apostel nicht? 12. Das wäre keine so gute Idee. Warte, mit der Treppe? Nein. Dann muss ich die vielleicht doch dort oben freilassen. Irgendwo muss ich sie ja hinsetzen, um Tarantula wegzulocken. Das funktioniert ja nicht. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Na gut. Ich möchte hier wieder das Steuerpult. Man setzt die mit der Steuerung hier auf der rechten Seite in Bewegung. Ja, dann gib mir doch die. Ich auf die Statue klettern. Geht das jetzt? Macht das dann automatisch? Ach ja, sehr gut. Dann brauche ich da gar nicht so lange rumsuchen, sondern es geht auch so ganz einfach. Na gut, dann hätte ich das vielleicht auch gleich mal ausprobieren sollen, bevor wir hier hoch und runter fahren, aber na gut. Ich hätte eigentlich gedacht, wir müssen die weiter weg halt irgendwo aussetzen, damit es halt auch Sinn macht. Aber vielleicht klappt es ja auch gar nicht. So. Gehen wir nochmal nach hier hinten. So. Klar. Die Spinne wird weglaufen. Tarantula wird sie verfolgen. Und ich kann den Handschuh holen. Was sage ich da?
Wer kann mir denn versichern, dass die Spinne nicht direkt zum Terrarium läuft? Ich lasse es lieber sein. Okay, was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier noch dieses Stinkerzol. Können wir das hier irgendwo hin? Mit irgendwas benutzen? Mit der Öffnung? Gibt Tarantula das? Nein. Wenn es ihr nicht gefällt, ende ich wie Nummer 17. Nähere dich der Öffnung. Wir können uns nicht der Öffnung nähern. Das hat wenig Sinn. Aber da das ja so furchtbar stinkt, müsste die ja dort eigentlich hinkommen. Warte mal. Jetzt kommt langsam die Idee. Vielleicht kann ich das ja irgendwo hier verteilen. Okay, jetzt fahren wir doch wieder runter. So. Ich probiere jetzt mal, ob wir das mit dem Gang verwenden können oder mit dieser Hühnchen-Gott-Statue. Vielleicht funktioniert es ja damit und die Spinne wird dadurch dann da lang gelockt. Das wäre eine Möglichkeit. Sind wir wahrscheinlich die Wachen dort auch gleich los, weil die vermutlich auch hinterher rennen, nehme ich mal an. Ich frage mich nur, wie die überhaupt da ausbrechen konnte. Ich meine, Tarantula scheint ja schon ein Auge drauf zu haben. Um 12,99? Letzten Endes ist das fast 13. Nein, noch ein Wort. Lass Stinkerzol so nah wie möglich am Tiki-Tempel. Sicher. 13. Gute Idee. Wenn ich die Flasche richtig platziere, könnte dieser köstliche Geruch nach verdorbenem Fleisch durch den ganzen Tiki-Tempel ziehen. Es ist uns verboten, unsere richtigen Namen zu nennen. Ich kann diesen Punkt nicht überschreiten, ohne dass man mich entdeckt. Fein. Ich öffne die Flasche und verstecke sie in der Spalte. Scheiße. Die Flasche ist so alt, dass man sie nicht öffnen kann. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Oh, kannst du damit irgendwas machen? Ja. Das da rechts wird mir sehr nützlich sein, um den Deckel zu öffnen. Boah, wie ekelhaft. Diesmal hat die Werbung nicht zu viel versprochen. Es riecht schlimmer als ekelhaft. Wenn ich sie nicht sofort wieder geschlossen hätte, wäre ich auf der Stelle gestorben. Sehr gut. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Jetzt, da sie geöffnet ist, kann ich meinen Plan durchführen. Da wir alle in Uniform und mit Brille herumlaufen, müsste es doch klappen, wenn ich Tarantula sage... Ich sei die 37, oder? Unmöglich. Deine Unerfahrenheit kann man riechen. Perfekt. Das hatte ich übersehen. Mann, was ist das für ein grauenhafter Geruch? Ist ja ekelhaft. Stimmt. Aber wenn du andeuten willst, dass ich es gewesen bin, bringe ich dich um. Genial. Der Geruch verbreitet sich bis zum Tempel. Es funktioniert. So, dann aber jetzt schnell zurück. Und die Tarantel freigelassen. Das ist dann Adelinas Auftritt. So, also nochmal ganz nach oben. Und dann schauen wir mal, ob es diesmal funktioniert. Ach, zum Glück funktioniert das hier immer noch. Wunderbar. Und dann sollten wir uns wirklich langsam mal Gedanken machen, wie wir hier wieder wegkommen. Und da wir ja Gina hier nicht finden, sollten wir... dann, sobald wir den Katalysatorhandschuh haben, schleunigst den Rückweg antreten. Obwohl es mich ein bisschen wundert, dass es jetzt doch so viele von den Dingern gibt. Also ich meine, wir haben einen zerstört, offenbar gab es ja schon mal einen, der kaputt gegangen ist. Jetzt haben die da noch einen. Also irgendwie ein bisschen merkwürdig. Dann lass uns mal gehen. Das würde mich dann durchaus mal interessieren. Oder ob die den gestohlen haben zum Beispiel, den ursprünglichen, und der deshalb hier ist. So, auf geht's, Adelina. Das ist dein Auftritt. Ja, es könnte funktionieren. Adelina wird dadurch in die richtige Richtung laufen, wenn sogar ich den ekelhaften Geruch des Stinkerzol-Zeugs riechen kann. Daumen drücken, wird schon schief gehen. Komm, Adelina. Vertrau deinem Geruchssinn und geh dahin, wo es so schön riecht.
eine Spinne! Adelina! Sie darf nicht entkommen! Dort! Sie ist ins Loch rein. Macht Platz, ihr Anfänger! Jetzt muss ich schnell machen, wenn ich nicht will, dass die Typen da unten mich erwischen. Oh. Adelina, meine Schöne. Der rechte Handschuh ist der, der mich interessiert. Gut. Jetzt! Moment mal. Ich habe etwas gehört. Es ist Kurzmeier. Tarantula! Wo ist Pignon? Weiß ich doch nicht. Was ist denn los, du Zinnsoldat? Bist du eifersüchtig auf einen Wissenschaft... Halt's Maul, dieser verdammte zudringliche Kerl, der sich als Pignon verkleidet hat. Er hat die Überwachungskamera manipuliert und ist verschwunden. Zudringlicher Kerl? Deshalb kam mir sein Gesicht bekannt vor. Klar, jetzt kapier ich. Vor kurzem haben mir meine Männer gesagt, dass laut Signal ein Eindringling in der Ruine war. Es schien unmöglich. Und ich sagte ihnen, sie sollten das Spürgerät reparieren. Wenn er also nicht hier ist, muss er sich im anderen Saal aufhalten. Na los, Puppe, holen wir ihn uns. Scheiße, man hat mich entdeckt. Hey, warte mal, meine Pistolen. Endlich etwas Action! Das nennt man Pech. Just als ich endlich den Handschuh für die Flucht habe, werde ich entdeckt. Wenn ich nur wüsste, worum es bei diesem Spürgerät geht und wie sie es geschafft haben, mich zu entdecken. Was soll's? Ich muss hier rauskommen, egal wie. Und zwar so schnell wie möglich. So, als erstes werden wir uns mal das Funkgerät organisieren. Das wird von Tarantula benutzt. Sie hat es dort liegen lassen, als sie die Pistolen mitgenommen hat. Ja, keine schlechte Idee. Vielleicht kann ich damit etwas in Erfahrung bringen, das mir die Flucht ermöglicht. Ich muss mich beeilen und gleichzeitig vermeiden, dass die Männer in Schwarz mich sehen. Und nochmal. Ich glaube, das Rad neben der Antenne dient dazu, den Kanal zu ändern. Es sei denn, es handelt sich um ein Feldflaschenmodell. Solche gibt es auch. Okay, wir wissen ja, dass sich O'Connor immer auf Kanal 5 unterhält. Theoretisch könnten wir also dort mit ihm kommunizieren. Gibt es hier jetzt sonst noch irgendwas? Zum Glück scheinen sie nicht entdeckt zu haben, dass ein Handschuh fehlt. Ist da noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nein, der rechte Handschuh wird reichen. Voll mit Tarantulas entzückenden kleinen Maskottchen. Okay, hier scheint es tatsächlich sonst nichts weiter zu geben. Den Rest haben wir uns angeschaut. Hier runter kommen wir sowieso nicht. Und dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und mal gucken, wo die sich jetzt hier aufhalten. Also wird wahrscheinlich schwierig sein, jetzt hier runter zu kommen. Wenn die jetzt aber entdeckt haben, dass die Plattform nach oben gefahren ist, könnte man ja durchaus auf die Idee kommen, wo sich Brian hier aufhält. Mal sehen, wo sie suchen. Meine Männer haben die Zone durchkämmt, aber sie finden ihn nicht. Er muss sich versteckt haben. Dann werden wir Wache halten, bis er auftaucht. Hast du mich gehört, Eindringling? Du bist umzingelt! Der Befehl so lautet, nicht ihn zu suchen, sondern ihn zu finden. Wahrscheinlich werden sie mich schon entdecken, wenn ich nur bis zur Plattform absteige. Und sie werden mich garantiert erwischen, wenn ich die Leiter runterklettere. Ich bleibe lieber hier, bis ich mir etwas ausgedacht habe. Okay. Der Befehl lautet nicht, ihn zu suchen, sondern ihn zu finden. Wenn er auftaucht, überlasst ihn mir. So, dann probieren wir doch mal mit O'Connor Kontakt aufzunehmen. Vielleicht kann er uns hier helfen. Die Batterie ist nicht voll aufgeladen, aber ein bisschen Saft hat sie noch. Du glaubst doch nicht, dass ich Wort halten werde. Das hat wenig Sinn. Kannst du es nicht verwenden einfach? Ich muss jemanden umbringen. Wie aggressiv die einfach gerade sind, ne? Das Gute ist ja, dass sich die Amoeba wieder verschlossen hat. Und ohne den ganzen Kram kommen die da auch nicht ran. Aber wir kommen leider auch nicht hier weg. Kann man damit irgendwas machen? Hier ist der Nichtschwimmen? Ja, ich glaube, ich würde das schaffen. Aber wozu? Bist du sicher, dass du das schaffen würdest? Das könnte richtig gut werden. Wenn ich sie wie Indiana Jones benutze, könnte ich mich bis zu dem Wandvorsprung schwingen
und von dort aus zu dem Saal mit der Amoeba runterklettern. Dann gebe ich ein tolles Mahl ab, weil ich sicher bin, dass man mich bemerken würde. Aber warte mal. Wenn ich mich recht erinnere, hat O'Connor gesagt, dass er auf Kanal 5 ist. Wenn ich ihn mit Sprechfunk anrufe und ihn so verwirre, dass er sie ablenkt, es ist etwas kompliziert, aber ich habe nichts zu verlieren. Ah, sehr gut. Mein Plan wird umgesetzt. O'Connor, hören Sie mich? Du bist vielleicht nervig, Caddy. Soldat O'Connor, hier spricht Oberst Basco, Ihr Prüfer vom Geheimdienst. Bitte um Entschuldigung, Sir. Ich dachte, Sie wären ein Blödmann. Bis hierher haben Sie alle Zwischenprüfungen bestanden, aber jetzt kommt die wichtigste. Ich meine, ich dachte, Sie wären ein Blödmann, der ein Freund von mir ist, Sir. Sie müssen die Ruine betreten und die ganze Zeit rufen, Colonel, Professor Pignon ist in Richtung See gelaufen. Wird sofort erledigt, Colonel. Laufen Sie, Soldat. Wo versteckt er sich? Verdammt! Ruhig, Nathan. Früher oder später wird er uns schon in die Hände fallen. Colonel, Pignon ist in Richtung See gelaufen. Mir nach! Los, gehen wir. Wow, Brian, ich bin beeindruckt. Wartet, ich habe etwas gehört. Los, 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 los! Lauf, Joshua! Ach, was für eine Hetzerei! Joshua! Halt dich fest! Kopf runter! Wo wohnt Simon? In Alaska. Alaska? Sie fliehen, Milady. Tut mir leid. Nicht für lange. Ryan, wenn mir jemand anderes das erzählt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Ich auch nicht, Sushi. Das ganze Ding über die Amoeba ist ganz und gar unglaublich. Nein, ich meinte Joshua. Wie konnte er nur so ungeschickt sein? Ich könnte dir Sachen erzählen. Das Problem im Haus von... Im Haus? Ja. Als wir Mala verließen, suchten wir die Hütte auf, die ich neben der von Gina gemietet hatte. Ich hatte keinen Cent bei mir, seit ich das Flugzeug nach dem Unfall verlassen hatte, und musste etwas Geld und einige Klamotten abholen, um nach Alaska zu reisen. Nochmal mit dem Flugzeug, vermute ich. Nur bis Anchorage. Dann nahmen wir den Zug nach Fairbanks und von dort aus den Bus nach Sisley, wo uns ein ganz netter Kerl anbot, uns mit seinem Schneepflug so nah wie möglich an unser Ziel zu bringen. Und dann lernte ich endlich Professor Simon kennen. Wir mussten noch eine Weile in der Wildnis herumirren, aber glaube nicht, dass das alles war. Das Schlimmste war, dass Joshua einen Mordshunger hatte. Es fehlte nicht viel und er hätte unser Abenteuer in eine Katastrophe verwandelt. Wir konnten schon das Tor von Professor Simons Haus sehen, als... So, an der Stelle mache ich wieder einen kleinen Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.